Das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen, oder? Aber ich lese es trotzdem nochmal. Die Schlacht am Roten Berg und der Aufstieg und Fall des Tribunals. Im Folgenden zeichnen wir die Worte von Würz Vivek auf, die dieser an einen abtrünnigen Priester Malu Omain richtete, der Vivek mit den Aschländer-Legenden um die Schlacht am Roten Berg und den Nerevarinischen Prophezeiungen konfrontierte und an die Räte der Inquisition, die Vivek dabei halfen, den abtrünnigen Priester zu befragen. Wer kann sich noch genau an all das erinnern, was vor unendlich langer Zeit geschehen ist? Aber ihr habt mich gebeten, euch mit meinen eigenen Worten die Ereignisse zu schildern, die sich in der Schlacht am Roten Berg zugetragen haben, die Geburtsstunde des Tribunals und die Prophezeiungen über einen wiedergeborenen Nerevar. Hier ist alles, woran ich mich erinnern kann. Als wir Chimer das erste Mal die Herden und die Zelte unserer nomadischen Vorfahren verließen und die ersten großen Häuser errichteten, verehrten wir die Dedra und beteten sie wie Götter an. Aber unsere Brüder, die Dwemer, verachteten die Dedra und machten sich über unsere lächerlichen Rituale lustig. Sie zogen stattdessen ihre Götter der Vernunft und Logik vor. Zwischen Chimern und Dwemern herrschte also ein bitterer Streit, bis sie nords kamen und in Restein eindrangen. Erst dann legten die Chimer und die Dwemer ihre Fehde bei und taten sich zusammen, um die Eindringlinge zu vertreiben. Sobald die Nord geflüchtet waren, beschlossen die General Nerva von den Chimern und General Dumak von den Dwemern, die einander mochten und respektierten, Frieden zwischen ihren Völkern zu schließen. Damals war ich nicht mehr als ein junger Berater von Nerva und seiner Königin Almalexia. Sein anderer geschätzter Berater, Sotasil, zweifelte daran, dass solch ein Friede lange halten werde. Die bitteren Auseinandersetzungen zwischen den Chimern und den Dwemern sprechen sehr dagegen. Durch Verhandlungen und Kompromisse gelang es Nerva und Dumak jedoch, einen, wenn auch zerbrechlichen, Frieden aufrechtzuerhalten. Als aber Dagoth Ur, Fürst des Hauses Dagoth und vertrauter Freund von Nerva und den Dwemern, den Beweis erbrachte, dass der dwemerische Hohepriester Kagrenak das Herz von Lorkhan entdeckt und herausgefunden hatte, wie man dessen Kräfte anzapfen konnte, und daraufhin begann, einen neuen Gott zu erschaffen, eine Verhöhnung des Glaubens der Chimer und eine angsteinflößende Waffe, rieten wir alle Nerva dazu, den Zwergen den Krieg zu erklären und die Bedrohung des Glaubens und der Sicherheit der Chimer zu zerstören. Nerva war sehr verunsichert. Er ging zu Dumak, seinem alten Freund, und fragte ihn, ob das, was Dagoth Ur erzählte, wahr sei. Kagrenak war konsterniert und fragte, für wen Nerva sich denn hielte, dass er glaubte, sich in die Angelegenheiten der Dwemer einmischen zu dürfen. Nerva machte sich große Sorgen und pilgerte nach Holomayan, dem heiligen Tempel der Azura, dem bestätigte, dass alles, was Dagoth Ur behauptet hatte, tatsächlich der Wahrheit entsprach und dass die Erschaffung eines neuen Gottes durch den Dwemer mit allen Mitteln verhindert werden müsse. Als Nerva zurückkehrte und uns berichtete, was die Göttin ihm gesagt hatte, fühlten wir, dass unsere Einschätzung richtig gewesen war und rieten ihm wiederum zum Kampf, schalten ihn ob seines naiven Vertrauens in die Freundschaft und erinnerten ihn an seine Verantwortung, den Glauben und die Sicherheit der Chimer gegen die Gottlosigkeit und die gefährlichen Ambitionen der Dwemer zu beschützen. Daraufhin ging Nerva ein letztes Mal nach Vardenfell, in der Hoffnung, dass Verhandlungen und Kompromisse den Frieden erhalten könnten. Dieses Mal stritten sich die ehemaligen Freunde, Nerva und Dumak, jedoch bitterlich und zwischen den Chimern und den Dwemern brach Krieg aus. Ich finde das richtig toll, denn Nerva hat alles Mögliche gemacht, um den Krieg zu vermeiden und hat es trotzdem nicht geschafft. Schade eigentlich. Die Dwemer waren in ihrer Festung im Roten Berg gut geschützt, aber der listige Nerva trieb die meisten Armeen Dumaks ins Feld hinaus und hielt sie dort, sodass Nerva und Dagoth Ur sowie eine kleine Gruppe anderer
sich auf geheime Weise Zugang zur Kammer der Herzen verschaffen konnten. Dort traf Nerva, der König der Chimär, auf Dymak, den König der Zwerge, und beide stürzten, nachdem sie sich tapfer gegen die Schläge und Zaubersprüche des jeweils anderen gewehrt hatten, schwer verwundet nieder. Da Dymak im Sterben lag und Dagoth Ur und die anderen ihn bedrohten, wandte sich Khaggrenagh mit seinen Werkzeugen dem Herzen zu. Wie Nerva später erzählte, sah er Khaggrenagh und all seine Dwemer-Kameraden auf einmal vor seinen Augen verschwinden. In diesem Augenblick verschwanden alle Dwemer, ohne eine Spur zu hinterlassen. Khaggrenaghs Werkzeuge blieben jedoch zurück, und Dagoth Ur nahm sie an sich. Er trug sie zu Nerva und sagte: Dieser Dummkopf Khaggrenagh hat mit diesen Werkzeugen sein eigenes Volk vernichtet. Wir sollten sie unverzüglich unschädlich machen, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Aber Nerva wollte dies zuerst mit seiner Königin und den Generälen besprechen, die diesen Krieg vorhergesehen hatten und deren Rat er nie wieder ignorieren würde. Ich werde das Tribunal fragen, was wir mit ihnen machen sollen. Sie haben in der Vergangenheit Weisheit bewiesen, die ich nicht hatte. Bleibt hier, bis ich zurückkehre, mein teurer Dagoth Ur. Nerva wies Dagoth Ur an, die Werkzeuge und die Kammer der Herzen bis zu seiner Rückkehr zu bewachen. Dann wurde Nerva an den Fuß des Roten Berges getragen, wo wir auf ihn warteten, und er erzählte uns alles, was sich unter dem Berg zugetragen hatte. Nerva sprach von den Werkzeugen, welche die Dwemer benutzt hatten, um ihr Volk unsterblich zu machen. Und er erzählte auch von der wundersamen Kraft des Herzens von Lorkhan. Wir erfuhren erst später von anderen, dass Dagoth Ur annahm, dass die Dwemer vernichtet und nicht, dass sie unsterblich gemacht waren. Und keiner weiß wirklich, was genau damals geschah. Nachdem wir Nerva zugehört hatten, bat er uns um unseren Rat, woraufhin wir ihm antworteten: Wir sollten die Werkzeuge zum Nutzen der Chima aufbewahren. Und wer weiß, vielleicht sind die Dwemer nicht für immer fort, sondern nur in ein fernes Reich entschwunden, aus dem sie eines Tages zurückkehren werden, um unser Volk anzugreifen. Deshalb müssen wir diese Werkzeuge verwahren, um sie zu erforschen und herauszufinden, wie sie funktionieren. Auf diese Art und Weise sichern wir auch zukünftige Generationen. Und obwohl Nerva von dieser Idee nicht angetan war, war er bereit, unserem Rat zu folgen. Allerdings unter einer Bedingung, dass wir alle zusammen einen gemeinsamen Eid auf Azura schwörten, dass die Werkzeuge niemals zu dem profanen Zweck verwendet würden, den die Dwemer verfolgt hatten. Wir bestätigten ihm dies sogleich und schworen einen gemeinsamen Eid nach Nervas Worten. Danach kehrten wir mit Nerva in den Roten Berg zurück und trafen auf Dagoth Ur. Dagoth Ur weigerte sich, uns die Werkzeuge zu geben. Er beschwor uns, dass sie gefährlich seien und wir sie nicht einmal anfassen dürften. Dagoth Ur schien verwirrt und bestand darauf, dass die Werkzeuge nur ihm anvertraut werden könnten. Wir vermuteten, dass er durch die Handhabung der Werkzeuge beeinflusst worden war. Heute glaube ich jedoch, dass er, als er allein war, die Kräfte der Werkzeuge für sich zu nutzen gelernt und irgendwie entschieden hatte, dass sie für ihn bestimmt seien. Nerva und unsere Wachen nahmen ihm die Werkzeuge mit Gewalt ab. Dagoth Ur und seinen Leuten gelang es zu entkommen, aber wir konnten die Werkzeuge retten und sie an Sotasi zur Untersuchung und sicheren Verwahrung übergeben. Einige Jahre lang hielten wir den Eid, den wir mit Nerva auf Azura geschworen hatten. Während dieser Zeit untersuchte Sotasi jedoch vermutlich die Werkzeuge und entschlüsselte ihre Geheimnisse. Er kam dann schließlich zu uns und erzählte uns von seiner Vision von einer neuen Welt des Friedens, die den Adligen Gerechtigkeit und Ehre und dem gemeinen Volk Gesundheit und Wohlstand bringen werde. Dem Tribunal würde die Rolle der unsterblichen Förderer und Beschützer zufallen. Uns gefiel diese Vision einer besseren Welt, und so pilgerten wir zum Roten Berg und verwandelten uns mit Hilfe von Khaggrenaghs Werkzeugen. Eidbrecher! Kaum hatten wir jedoch unsere Rituale beendet und waren gerade dabei, unsere neu erworbenen Kräfte zu entdecken, als Azura erschien und uns ob des gebrochenen Eides verfluchte.
Sifu prophezeite uns, dass ihr Schützling, Nereva, getreu des Eides, den er geschworen hatte, zurückkehren werde, um uns für unsere Niedertracht zu strafen und sicherzustellen, dass das Wissen um das Böse nie wieder dazu genutzt würde, den Willen der Götter zu verhöhnen. Sotasil entgegnete ihr daraufhin: Die alten Götter sind grausam und willkürlich und kümmern sich nicht um die Hoffnungen und Ängste der Meer. Eure Zeit ist vorbei, Sir. Wir sind die neuen Götter. Aus Fleisch geboren, werden wir den Bedürfnissen unseres Volkes und mit Weisheit und Liebe dienen. Spart euch eure Drohungen und eure Schelte, ihr wankelmütiger Geist. Wir sind mutig und stark und haben keine Angst vor euch. Ja, sie sind trotzdem ein Eibrecher, auch wenn sie es gut gemeint haben. Und dann, genau in dem Moment, wurden alle Chimär und Dunmär in Dunmär verwandelt. Und unsere Haut wurde aschefarben. Und in unseren Augen leuchtete das Feuer. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt natürlich nur, dass uns dies widerfahren war. Aber Azura sagte, dies ist nicht mein Wirken, sondern eures. Ihr habt euer Schicksal und das eures Volkes selbst gewählt. Und alle Dunmeer sollen euer Schicksal von heute an bis ans Ende aller Zeiten mit euch teilen. Ihr glaubt euch Götter, aber ihr seid blind und überall ist Dunkelheit. Und Azura ließ uns im Dunkeln zurück und wir hatten alle Angst. Boah. Die drei sind schuld, dass sie aus den Chimär Dunmeer geworden sind. Dennoch machten wir uns mutig auf den Weg und verließen den Roten Berg, um die neue Welt unserer Träume zu errichten. Die neue Welt, die wir erschufen, war herrlich und großzügig und die Anbetung der Dunmeer inbrünstig und dankbar. Die Dunmeer fürchteten sich zunächst vor ihren neuen Gesichtern, doch Sotasil sprach zu ihnen und erklärte ihnen, dass dies kein Fluch, sondern ein Segen sei, ein Zeichen ihres geänderten Wesens und darüber hinaus ein Hinweis auf die Ehre, die sie als neue Meer erfahren würden. Nicht länger Barbaren, die sich vor Geistern fürchteten, sondern zivilisierte Meer, die direkt mit ihren unsterblichen Freunden und Gönnern, den drei Gesichtern des Tribunals, sprechen könnten. Wir wurden alle von Sotasils visionärer Rede ergriffen und fassten neuen Mut. Mit der Zeit schufen wir die Traditionen und Institutionen einer gerechten und ehrenwerten Gesellschaft, und das Land Restein erfuhr Jahrtausende von Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand, die anderen primitiven Rassen unbekannt waren. Unter dem Roten Berg hatte Dagos Ur jedoch überlebt, und während das Licht unserer schönen neuen Welt immer heller leuchtete, vertiefte sich unter dem Roten Berg die Dunkelheit. Eine Dunkelheit, die mit dem hellen Licht, das Sotasil mit den Werkzeugen von Kalgrenag dem Herzen von Lorkhan entlockt hatte, eng verbunden war. Als die Dunkelheit weiter zunahm, kämpften wir gegen sie an und errichteten Mauern, um sie einzuschließen. Wir konnten sie jedoch nicht zerstören, denn die Quelle der Dunkelheit nährte dieselbe Quelle, die der Ursprung unserer göttlichen Inspiration war. Und in diesen jüngsten Tagen von Morrowind, reduziert auf eine unterjochte Provinz des westlichen Kaiserreiches, da der Einfluss des Tempels nachlässt und die Dunkelheit aus dem Roten Berg kriecht, erinnern wir uns an Azura und ihr Versprechen, dass ihr Schützling zurückkehren werde. Wir haben gewartet, blind und in der Dunkelheit nur noch Schatten unserer selbst, unserer flammenden Vision beraubt, beschämt ob unserer Torheit, ängstlich ob der Vergeltung und auf baldige Erlösung hoffend. Wir wissen nicht, ob der Fremdländer, der behauptet, die nereverinischen Prophezeiungen zu erfüllen, unser alter Kamerad Nereva ist, der wiedergeboren wurde, oder ob es sich um eine Figur des Kaisers handelt, oder um eine Täuschung Azuras, oder einfach nur um eine Wende des Schicksals. Aber wir bestehen darauf, dass ihr euch der Tempeldoktrin unterwerft und gemäß den Regeln die Hierographa von der Apographa trennt und dass ihr nicht von dem redet, worüber man nicht offen reden darf. Benehmt euch wie ein pflichtbewusster Priester, im Einklang mit euren Gelübden, in denen ihr versprochen habt, den Grundsätzen und den Erzgrundsätzen zu folgen, und euch wird alles vergeben werden. Trotz mir
Trotzt mir und ihr werdet erfahren, was es heißt, sich gegen einen Gott zu stellen. Vivek. Okay. Dark of Urs Pläne. Das ist auch wieder so viel. Oh Mann. Die folgenden Dokumente wurden von Tempelgelehrten und Vertretern der Inquisition für Fürst Vivek erfasst. Verhöre gefangen genommener Schläfer und anderer Anhänger des Kultes des Sechsten Hauses, das Studium der von Kultisten und Opfern trauminduzierten Manien verfassten Manuskripte, die Interviews mit Fürst Vivek im Zusammenhang mit den historischen Feldzügen gegen den Roten Berg, sowie die aus diesen Materialien gewonnenen Mutmaßungen und Schlussfolgerungen sind die Basis unserer bestmöglichen Einschätzung von Dagos Urs Motiven und Zielen während dieser jüngsten Phase seines Krieges gegen Morrowind. Hauptziele. Erstens. Errichtung einer Theokratie in Morrowind auf der Basis des Kults des neugeborenen Gottes, Akulakan, zweites Numidium, der gemäß den von den Dwemer Kagrenak entwickelten Prinzipien und Riten von Dagoth Ur aus dem Herzen von Lorkhan und einem Körper geschaffen werden sollte. Einsetzung der ehrwürdigen Erben des Hauses Dagoth als Gottpriester von Akulakan und des sechsten Hauses von Dagoth Ur als dominante politische Macht in Morrowind. Einigung der Dunmer unter der Führung von Dagoth Ur durch charismatische Bekehrung mit dem Ziel, die fremden Bestien zu bekämpfen, die Morrowind unterjochen. Anmerkung: Dagoth Ur hat anscheinend die Ansichten und Motive des hohen dwemerischen Gildenfürsten Kagrenak übernommen. Er wiederholt praktisch die alte blasphemische Torheit der Dwemer. Zweitens. Entlarvung der abergläubischen Tribunalverehrung und Zerstörung der kirchlichen Autorität und politische Macht des Tempels. Inwieweit sich die abtrünnigen Priester oder der nerevarinische Kult in dieser Beziehung vom sechsten Haus lenken bzw. beeinflussen lassen, kann lediglich vermutet werden. Drittens, Ausrottung aller verbleibenden Individuen minderwertiger Rassen und Mischlinge in Morrowind. Viertens, Vertreibung des Imperiums aus Morrowind. Fünftens, Rückeroberung der alten Gebiete, die Himmelsrand und Argonien einst geraubt haben. Sechstens, Verbreitung des Akulakan-Kults in allen Nationen von Tamriel durch Umsturz und Eroberung. Pläne zur Einsetzung und Expansion des Sechsten Hauses. Phase 1: Befestigung des Roten Berges gegen Eindringlinge des Tribunals. Zutrittsverbot für das Tribunal zum Herzen, um den Tempel zu schwächen und den Roten Berg für die Erschaffung von Akulakan zu sichern. Geheimer Aufbau des zweiten Numidium. Phase 2. Schaffung von passiven Dienern in immer weiteren Kreisen um den Roten Berg herum. Durch Verbreitung von einem in Traumbildern verborgenen Zwängen unter empfindlichen Individuen. Einrichtung einer großen Operationsbasis in Kogorun für künftige Einsätze in den Ascheöden. Haben wir schon ausgelöscht. Einrichtung von kleineren Basen in der Nähe von kleinen Hafenorten und in ärmeren Hafenbezirken von Vivek. Infiltrierung und Zersetzung von Schmugglerringen. Rekrutierung von willfährigen Gefolgsleuten und unzufriedenen Bevölkerungsteilen, darunter der Unterwelt, den Armen und fanatischen anti-imperialistischen Aktivisten. Phase 3: Ausdehnung von den kleineren Basen aus auf andere Städte und Dörfer und Rekrutierung und Indoktrination von Individuen, die durch die ausgesendeten Traumbilder empfänglich gemacht worden sind. Besetzung von verlassenen Türmen und Ruinen sowie Ausbildung von gottlosen Kultisten als Angriffs- und irreguläre Truppen. Identifizierung, Diskreditierung und Dezimierung potenzieller Quellen politischen Widerstands. Phase 4: Anwendung von Meuchelmorden und Terror, die Legionen und die Bürokratie des Imperiums zusammen
mit ihren Lalu-Sympathisanten zu schwächen, abzulenken und aus der Bahn zu werfen. Anstachelung von Volksaufständen unter den ärmeren Einwohnern gegen die reichen und mächtigen Fremden. Einberufung von Schläfern und Träumern nach Dagoth Ur zur Arbeit am zweiten Numidium.